Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ersten Botschaft in diesem neuen Jahr 2023. Und ja, wir sind in einem neuen Jahr angekommen und ich wünsche euch allen erstmal nochmal von Herzen ein gesegnetes neues Jahr. Wirklich ein Jahr in der Gegenwart Gottes, ein Jahr, wo wir aus der Gegenwart Gottes heraus Frieden und Ruhe und Leitung und Freude schöpfen können für dieses Jahr. Und wisst ihr Lieben, ich glaube, dass Gott für dieses Jahr wirklich gute und wunderbare Dinge vorbereitet hat für seine Kinder. Und schon Ende letzten Jahres hat mir Gott so einige Punkte gegeben oder aufs Herz gelegt, die er tun möchte oder die er tun wird in diesem neuen Jahr. Und ich wollte gerne so einfach so diese prophetischen Eindrücke, die ich bekommen hatte, an euch weitergeben, mit euch teilen. Ich hatte wirklich auf dem Herzen, das zu teilen. Ich wollte eigentlich die Botschaft schon vorher aufnehmen, jetzt Ende von letztem Jahr, aber jetzt ist die Zeit dafür da. Und wisst ihr, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht nur auf Negativereignisse konzentrieren, sondern dass wir in dem auch sehen können, was möchte Gott eigentlich tun? Was ist Gottes Plan? Was ist Gottes Herz? Was bringt Gott hervor? Was geschieht gerade in unserem Deutschland, wo so viel Chaos ist, wo so viel drunter und drüber geht, in verschiedenen Bereichen, in unserem Europa, wo es genau so aussieht. Und wisst ihr, wir sehen die destruktive Kraft des Reiches der Finsternis am Werk in dieser Zeit. Aber wie viel mehr kann Gott wirken? Wie viel mehr kann Gott tun? Eine Schwester hat vor ein paar Tagen zu uns gesagt und hat gesagt: Hey, wenn der Feind Dinge tun kann, um wie viel mehr unser Gott? Amen. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir zu dieser Perspektive zurückkehren in diesem Jahr. Dass wir nicht nur sehen: Oh nein, Schrecken und Angst und Panik und Krankheit und diese verschiedenen Sachen, von denen Jesus gesagt hat: Hey, das wird die letzte Zeit bestimmen. Diese verschiedenen Ereignisse. Es wird einfach da sein, aber er sagt, es schreckt nicht. Und dass wir aber diese Perspektive wechseln können und sehen können, warum sollen wir nicht erschrecken? Was tut Gott eigentlich? Was tut Gott gerade? Und ich möchte uns einfach so vier einfache Punkte mitgeben, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, dass Gott diese Dinge wirklich tut. Und ich glaube, dass Gott schon am Anfang diesen Jahres damit beginnen wird, dass wir sehen, dass diese Dinge hervorkommen und hervortreten. Und Nummer eins, was mir Gott so als prophetischen Eindruck gegeben hat, war, dass da wird so eine neue Salbung von Erfrischung kommen zu den Kindern Gottes, die ihn von ganzem Herzen suchen. Im letzten Jahr, es hat sich so angefühlt, dass so viel Kraft und Frieden und Ruhe geraubt wurde. Und ich habe so in meinem Geist gespürt, dass Gott so eine neue geistliche Frische ausgießen wird, dass der geistliche Tank wirklich wieder aufgefüllt wird. Und das wird durch Folgendes kommen: durch wirklich so eine Sehnsucht und eine Herzensumkehr zu Gott und ein Suchen nach Gottes Gegenwart. Ich sehe einfach oder ich habe gesehen, wie Gott so wirklich eine ganz tiefe Sehnsucht ausgießt, einfach zurückzukommen zum Herzen Gottes. Da, wo man sich vielleicht in verschiedenen Dingen verloren hat, da, wo man vielleicht sich beschäftigt hat mit allem Möglichen im letzten Jahr, da war es für mich wie Gott, als wenn Gott uns so hineinruft in so eine Einfachheit und sagt: Hey, kommt einfach zurück an mein Herz. Diese Bibelstelle, wo Jesus sagt: Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Und ihr Lieben, da ist in der Gegenwart Gottes, da ist eine offene Salbung für Erfrischung, für neue Kraft und neue Hingabe. Und es war so, als wenn Gott so uns neu zieht und als wenn da so eine Herzensumkehr, so eine tiefe Sehnsucht kommt. Ich will gar nicht alles Mögliche, ich will einfach zusammen mit Gott sein und dass darin so wie Gott auch so eine Herzens, ich sag mal Transformation oder eine Herzensoperation durchführt und dass Gott wirklich seine Liebe ganz neu in unsere Herzen hineingießt. Dass dieses erste Gebot wieder an erste Stelle kommt, dass die Liebe, die Sehnsucht, die Hingabe nach Gott wird so stark zunehmen. Und da wird so dieser Wunsch sein: ich will einfach nur mit Gott zusammen sein. Ich will einfach in seiner Gegenwart sein. Und ich habe so diesen Eindruck gehabt von einer in dieser Hingabe, in dieser Herzensumkehr, in dieser Erfrischung, dass da drinnen wie so eine Herzenstransformation der Liebe Gottes sein wird.
dass da, wo uns andere Dinge wichtig waren, vielleicht weltliche Dinge, materielle Dinge, verschiedene Dinge, die wir vielleicht nicht vielleicht immer vor Gott, aber vielleicht irgendwo manche doch vor Gott gestellt haben, dass einfach diese Dinge so, einfach diese Dinge wie so unwichtig erscheinen im Gegensatz zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Und dass dieses erste Gebot wieder so wichtig wird, hey, wir wollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind. Das ist das erste Gebot, das ist unsere erste Sehnsucht, unsere erste Hingabe. Aber ich sah auch in dieser Herzenstransformation der Liebe eine ganz neue so Einheit und Liebe im Leib, die ausgegossen wird. Die Liebe unter den Brüdern, die Liebe unter den Geschwistern, unter den Schwestern und Brüdern. Ich habe gesehen, dass Gott uns zu sich zieht und unsere Herzen mit seiner Liebe transformiert, uns erfrischt, uns erquickt, auch uns befreit von falschen Lasten, von manchen Dingen, die uns gebunden haben, führt im zweiten Schritt dazu, dass da so wie eine neue Welle von Liebe kommt im Leib, so eine Ausgießung der Liebe, so eine Transformation der Liebe Gottes untereinander und dass da eine neue Art von Einheit und Liebe kommt unter denen, die sich nach Gott ausstrecken, unter denen, die nach Gott suchen. Amen. Und das wollte ich uns gerne einfach mitgeben als ersten Punkt. Dann als zweiten Punkt. Und hey, wenn du spürst noch zu dem ersten Punkt, Gott zieht dich. Geh auf das Ziehen Gottes ein. Der Feind wird dir 1000 Sachen bringen, die dich beschäftigen. Wenn du merkst, Gott zieht dich in seine Gegenwart, Gott zieht dich ins Gebet, Gott zieht dich vielleicht auch einfach nur in die Ruhe mit ihm. Vielleicht ist es nicht so, dass du dir sagst, oh, ich nehme mir besonders jetzt, keine Ahnung, viele Tage zum Fasten und zum Beten, sondern du spürst, Gott führt dich einfach so in seine Ruhe hinein. Ich möchte dir sagen, geh auf dieses Ziehen der Liebe Gottes ein. Wenn du dich darauf einlässt, du wirst Erquickung und Erfrischung finden und eine Befreiung von alten Lasten in der Gegenwart Gottes. Amen. Gott möchte, dass wir in einer neuen Frische, in einer neuen geistlichen Freiheit und Dynamik durch dieses Jahr hindurchgehen können. Und es ist wichtig, dass wir aus seiner Gegenwart leben. In seiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. Hier noch der zweite Punkt jetzt. Und der zweite Punkt, was ich gesehen habe, und das war für mich sehr ermutigend, ist, und ich sehe und ich glaube, dass Gott so neu gesalbte Leiter, gesalbte Diener und Dienerinnen in unserem Land hervorbringt. Und wir haben gesalbte Leiter, nicht was ich meine, aber ich sah wirklich, wie Gott so, nicht dass er neue Leute finden muss, sondern ich habe gesehen, wie Gott im Hintergrund Männer und Frauen vorbereitet hat, wirklich Leiter in dieser Dynamik, in dieser Bewegung zu sein, die Gott bringt in dieser Zeit, auch in diesem Jahr. Und ich sah, wie Gott jetzt diese Männer und Frauen aus diesem, wo wie so ein Schleier noch vor ihn, weil man konnte sie noch nicht so wahrnehmen und sehen, wie Gott starke, gesalbte Leiter wirklich einfach so hervorhebt, ist das richtige Wort, wo er sie hervorhebt. Und es werden Leiter sein, die nicht Menschen oder die Kinder Gottes zu sich selber hinführen, sondern die sie wirklich näher ans Herz von Jesus führen. Ich sah Leiter, die hervorkommen und diese Leiter waren wirklich Menschen gewesen, die von Gott ausgebildet waren, im Verborgenen, im Hintergrund, ja, und die dazu ausgebildet waren, dass andere Menschen sich an sie dranhängen können, dass andere Menschen ihnen folgen können und dass diese Leiter diese Menschen hinführen zu Jesus, hinführen in ihre Berufung, hinführen in ihre Bestimmung, hinführen, die Stimme Gottes zu hören, hinführen, mit dem Heiligen Geist zu wandeln, hinführen, effektiv zu evangelisieren, zu missionieren, effektiv Zeugnis zu sein. Und ich sah solche starken, gesalbten Leiter, die wirklich so vorausgehen und andere, die einfach Orientierung gesucht haben, die gesagt haben, Gott, was ist los, was sollen wir machen? Die konnten sich so an diese Leiter dranhängen und die konnten mit denen ein Stück des Weges gehen und haben dadurch so frische Orientierung, frischen Wind gefunden. Und das waren keine Leiter, die Leute eingenommen und Leute an sich gebunden und Leute ausgenutzt haben. Wisst ihr, die Leute, die diesen Leitern folgen, ich kann so sehen, dass diese Leute, die erleben Freisetzung, die erleben, dass ihre persönliche Berufung freigesetzt wird, indem sie folgen, indem sie mitgehen und dass sie näher zum Herzen Gottes kommen. Amen. Eine Sache, die mir Gott noch gesagt hatte, die diese Leiter auszeichnen wird, Leiter und Leiterinnen auszeichnen wird,
ist eine starke, übernatürliche Salbung. Ich hatte wirklich so den Eindruck, dass diese Leiter, die Gott jetzt hervorhebt, die sind geschult in Gottes Gegenwart, aber auch damit, wie man sich dem Heiligen Geist hingibt und mit dem Heiligen Geist wandelt. Und diese Leiter hatten verschiedene Gaben, die wirklich dynamisch waren in Heilung, in Befreiung, Zeichen und Wunder, ganz starke prophetische Salbungen und ganz starke Salbung auch von Unterscheidung, sodass diese Leiter und Leiterin so fähig sind, einfach auch zu spüren, wenn Einflüsse kommen, die einfach nur bedrücken und runterziehen, die gar nicht von Gott sind, das einfach abzuschneiden und die Kinder Gottes in diesem Weg der Freiheit zu führen. Amen. Und diese Leiter, die werden viele neue Leiter multiplizieren. Die werden nicht sagen, oh, ich bin eingesetzt, ich bin Leiter oder was auch immer. Und vielleicht werden die auch nicht mal wie wir das manchmal heute verstehen, mit Titel eingesetzt sein in dem Sinne, aber von Gott ausgezeichnet sein. Aber diese Leiter waren Leiter, die multipliziert haben. Die haben nicht gesagt, wir wollen alleine gehen, wir wollen alleine das alles tun. Die sagt, wir wollen, dass so viele Kinder Gottes, so viele andere Menschen, so viele Christen wie möglich auch in eine Ebene hineinkommen, wo sie andere Menschen anleiten können. Und da ist so eine Bewegung, eine Welle, die losgetreten wird durch verschiedene Männer und Frauen Gottes, die mit Multiplikation zu tun hat. Und ich sehe das, ihr Lieben, für dieses Jahr. Und vielleicht hast du dieses Gefühl, oh ja, aber da ist so viel Not, da ist so viel Leid gerade, ja, es ist da. Und bis Jesus wiederkommt, das wird da sein. Aber Gott tut wunderbare Dinge und durch das, was Gott tut, werden wir der Not begegnen können. Amen. Halleluja. Gott hat Lösung, Gott hat Antworten und das sind Dinge, die Gott tun möchte. Nummer 2, starke, gesalbte Leiter und Leiterin, die Gott hervorhebt in diesem Jahr. Und ich hatte irgendwie noch so in meinen Gedanken so, wie diese generelle Gottes, man kennt diese generelle Gottesbücher, ne? Und dass Gott solche Leiter und Leiterinnen hervorbringt, die wirklich ausgezeichnet sind durch die Gegenwart Gottes, okay? Nicht, dass wir wieder zurückkommen zu diesem Ein-Mann-Ding und so, das überhaupt nicht, ja? Es ist eine Zeit von Team, es ist eine Zeit von Multiplikation, aber trotzdem, in dem hat Gott gesalbte Männer und Frauen, die wirklich in einem übernatürlichen Gnade Gottes wandeln. Und dann, Punkt Nummer drei, mach die letzten beiden ganz kurz oder versuch sie kurz zu halten. Nummer drei ist, ich sah, dass in diesem Jahr Gott die Zeit von so dieser Einzelkämpferschaft, sage ich mal, so ein bisschen zum Ende führt, okay? So Gemeinden, die alleine unterwegs sind, Dienste, die alleine unterwegs sind, auch viele so Pioniere und Pionierinnen, die einfach so das Gefühl haben, oh, es ist eigentlich so eine einsame Straße, so Pioniersdienst und es sind viele gesalbte Pioniere in unserem Land, die spüren, Gott tut was Neues und die da hineingehen, aber wo das manchmal das Gefühl sein kann, oh, man geht so alleine damit irgendwie, ich bin so alleine unterwegs und ich sah, dass Gott so diese Zeit von alleine sein, aber auch so eine Zeit von Isolation einfach zum Ende führt und dass Gott verbindet und dass wie solche Bewegungen entstehen, nicht nur eine Bewegung, dass Gott an mehreren Orten in unserem Land verschiedene Bewegungen so hervorbringt, okay? Und dass diese Bewegung einfach so werden in eine Einheit reinführen und Leute werden einfach so diese geistige Familie finden, diesen Zusammenschluss finden. Und Gott wird auch Leute von falschen Beziehungen und falschen Kontakten befreien. Ich sehe, weißt du, da wo einfach Beziehungen und Kontakte im Dienst oder wie auch immer einen eigentlich mehr runtergedrückt haben und klein gehalten haben und runtergehalten haben und nicht zugelassen haben, dass man in die Fülle dessen hineinkommt, was Gott vorbereitet und bestimmt hat. Gott wird auch falsche Verbindungen abtrennen und wird seine Kinder in die richtigen Beziehungen, in die richtigen Kontakte und in die richtigen Bewegungen hineinführen. Amen. Und diese Bewegungen werden bestehen aus verschiedenen Diensten, verschiedenen Organisationen, verschiedenen einfach Christen, die sagen, hey, ich bin gar kein besonderer, ich fühle mich nicht als besonderer Leiter oder als Organisation oder so, aber ich habe Hunger nach Jesus. Ich habe Hunger danach, dass das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde kommt. Und solche Leute wird Gott zusammenführen mit diesem selben Herzschlag. Und es wird nicht darum gehen, welcher Name von welchem Dienst, von welcher Organisation drauf steht, sondern das Herz in diesen Bewegungen wird sein, wir wollen, dass Jesus
auf dem Thron sitzt. Wir wollen seine Liebe für die Menschheit bekannt machen und wir wollen, dass das Königreich Gottes sich auf der Erde manifestiert. So wie Jesus uns gelehrt hat zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Punkt Nummer 3, so eine Zeit von diesem Einzelkämpfertum, von diesem Alleinelaufen und von Isolation kommt zum Ende. Gott bringt Bewegung hervor. Vernetzung, aber ich habe das Wort Netzwerk bewusst nicht gebraucht, weil Netzwerk ist oft so etwas auf dem Papier. Netzwerk ist oft so etwas mit so einem offiziellen Papiercharakter, wo dann manchmal doch nicht so sehr viel dahinter stehen kann. Nicht immer, aber manchmal. Aber ich hatte das Gefühl, es ist nicht so eine bürokratische Sache, es ist eine Herzensverbindung, eine Herzensbewegung oder Bewegungen, die Gott hervorbringt. Amen. Dann Punkt Nummer 4, der letzte Punkt, den ich auf dem Herzen hatte, was Gott in diesem Jahr, er hat schon angefangen, aber wir werden da einen Durchbruch sehen, weiter in diesem Jahr, was Gott schon angefangen hat, auch vorher. Und das ist eine radikale Zunahme des übernatürlichen Wirkens Gottes. Ein Christentum, das wirklich als Normalität in der Kraft des Himmels läuft, in der Kraft des Heiligen Geistes läuft, in den Gaben des Heiligen Geistes läuft, in Heilungen, in Zeichen, in Wunder, in einfach diesen Sachen, die Gott mitgebracht hat, die Jesus gebracht hat, als er sagte, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen und er hat das Reich Gottes gebracht durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und Jesus sagt, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Finger Gottes oder durch den Heiligen Geist, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Was bedeutet das? Immer dann, wenn die Macht der Finsternis zurückgedrängt wird, natürlich durch Bekehrung und Errettung, aber auch durch Befreiung von dämonischen Mächten, durch Heilung, durch Wunder, immer dann ist das eine Manifestation von Gottes Königreich auf der Erde. Amen. Und das war so die vierte Sache, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, ihr Lieben, in diesem Jahr. Gott möchte wiederherstellen, die übernatürliche Dimension, die unserem Christentum in unserem Land, hier irgendwo in unserem Europa teilweise abhanden gekommen ist. Gott stellt es wieder her. Und Gott wird wirklich das nur zum Normal machen, dass wir in der Kraft des Wortes Gottes laufen, in der Wahrheit des Wortes Gottes laufen, die bestätigt wird durch das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, Gott mir diesen Eindruck gab, ich freue mich sehr darauf. Amen. Da, wo Gottes Gegenwart manifest wird, sichtbar wird, offenbar wird, da, wo Wunder und übernatürliche Dinge geschehen, da ist so eine Frische, da ist so eine Kraft, eine Dynamik, die da ist. Und der Herr bringt das zu uns in diesem Jahr. Amen. Nochmal zusammengefasst, Nummer 1. Diese Herzensumkehr zu Gott, Sehnsucht, Gott zu lieben, Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Gott zieht uns und darin er erquickt uns, erquickt unsere Seelen. Das ist so eine Erfrischung von einem Gefühl von, oh, wir kommen mit so viel Beladung und Belastung raus aus einem anderen Jahr. Das ist eine Erfrischung, eine Leichtigkeit, die Gott zu uns zurückbringt. Und in dem ist es so eine Herzenstransformation der Liebe. Diese Liebestransformation der Herzen zu Gott hin wird eine Auswirkung haben auf den Leib, dass da so neu einfach die Liebe unter den Geschwistern, die Liebe unter den Brüdern und Schwestern wird so neu betont werden und hervorkommen, dass wir nicht gegeneinander kämpfen, dass wir einander lieben, dass wir miteinander laufen. Amen. Dann Nummer 2 war starke und gesalbte Leiter und Leiterinnen, die Gott hervorhebt, die in einer übernatürlichen Dimension wandeln, die wirklich begabt sind mit übernatürlichen Gaben und die einfach da sind, Orientierung zu bringen und Hilfe zu bringen zum Herz Gottes zu kommen und anderen helfen, in ihre Berufung zu kommen und effektive Zeugen von Jesus zu sein und mit dem Heiligen Geist zu wandeln. Nummer 3, Einzelkämpfertum und Isolation kommen zum Ende. Gott bringt Herzen zusammen und indem er Herzen verbindet, bringt er Bewegungen hervor, die Sehnsucht haben, dass Jesus sichtbar wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Und Nummer 4, eine radikale Zunahme des übernatürlichen Wirken Gottes. Amen. Es wird Normalität sein, das Christentum, was wir auch in unserem Land wieder leben werden, wird eine Normalität sein, dass Gott übernatürlich wirkt, dass er spricht, dass er berührt, befreit, heilt, errettet, alles das, was er heute immer noch tut. Amen, weil Jesus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist und weil der Heilige Geist mit uns ist. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich ein Jahr
aus der Kraft Gottes heraus. Ein Ja nicht aus eigener Anstrengung, ein Ja aus seiner Gegenwart, aus seinem Frieden, aus seiner Leitung. Ein Ja, wo wir nicht zuerst Martha sind, die viel tut, sondern zuerst Maria sind, die zu den Füßen von Jesus sitzt und aus der Gemeinschaft mit Jesus hingeht, um die Werke zu tun, die er schon vorbereitet hat. Amen. Ich wünsche euch ein gesegnetes Jahr von unserem ganzen Dienst, von unserem ganzen Team, von Gospel Mission. Und ich werde wieder mehrere Botschaften in diesem Jahr aufnehmen. Letztes Jahr war die Kapazität nicht so dafür da gewesen. Ich möchte wieder einige Botschaften aufnehmen. Darum abonniere gerne den Kanal hier und du wirst wieder öfters von mir hören, wo ich einfach Botschaften weitergebe, die Gott auf mein Herz legt. Und in dem Sinne, Gottes reichen Segen wünsche ich euch.